Wenn ich mal Velo komme und ich gehe für den Masatin überhol, dann ist das für mich ein Statement. Also, und ich meine, hi, ich will mein Velo. Alles, was Klimaschutz ist, das machen wir für uns, geil, aus München. Das ist nicht immer die einfachste Entscheidung, die richtig ist. Wir haben immer die Zölle von jungen Frauen, die so, dass sie sexuell belastet gehen. Wir haben hier nur starke Männer, die sich nicht trauen, über ihre Gefühle zu schwatzen. Wenn du mal an von den Mädchen guckst, sind aber andere Interessen wie Männer, ne? Auf jeden Fall ist das so. Der eine das Rosa, der andere das Blau. Der eine das mal Prinzessin, der andere das mal Dritter. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Busler und ich bin hier Mann. Philipp Iberich und heute mal bei uns Jessie Thiel, die jüngst Deputierten aus der Chamber. Gut. Moin. Moin. Das war nur ganz schwer. Ja, merci, dass du Zeit geholt hast. Gern geschehen. Es war ja nicht so einfach, das hierhin zu kriegen, oder? So, da hast du schon ein bisschen, dein Planning hat schon ziemlich gefällt. Ja, das schwer, weil man da in den Meetings für die Zeit zu finden, das ist nicht immer so einfach, das ist richtig schwer. Aber wenn ich dann nicht mehr mit dem Velo kann, ich nicht. Da braucht alles eine Zeit. Du musst mit dem Velo hinkommen. Es sind tatsächlich mit dem Velo gekommen, ja. Das heißt, fährst du immer von da, wo du wohnst, bis dahin mit dem Velo? Ich habe seit ein paar Wochen ein Elektro-Velo, seitdem benutze ich wirklich quasi alles, von dem Start komme, komme ich mit dem Velo. Okay. Also das ist natürlich nur, wenn es wieder extrem schlecht ist, also da war mal ein Tick zu rutschig auf der Straße, weil ich dann komme schon einfach mit dem Auto. Mehr, oder mit dem Bus, mehr aber. Ja, und doch, nein, du kennst ja auch mein Velo kommen. Nein, das ist mir ich zu lang dafür. Von Wolfer bis dahin sind 20 Minuten mein Velo. So, ja, aber du fährst immer schnell. Ich spreche schon. Vom Auto sind schon bald, nicht gerade. Ja. 12, 15. Bis dahin. Ja, in vielen Stunden. Okay, egal. Ja. Das ist so ein Thema. Willst du dich eigentlich kurz vorstellen und dann jump mal so ein bisschen mehr in Depth an Sachen ran? Mein Name ist Jessie Thiel, ich bin 26 Jahre. Es sind Schaffen und der Gemeinde Wolfer. Jüngsten deputiert für die Grünen und voilà, ich studiere Umweltphysikerin und voilà, ich engagiere mich ganz viel für alles was mit Klima, Umwelt, Biodiversität zu den hat, mir aber auch Chancengleichheit und so. Ja. Tisch Wolfer ist schon die beste Gemeinde im Land, oder? Absolut. Okay. Obviously. Ja. Der Tisch war das Umweltphysiker. Was bedeutet das? Mais en gros, je suis deux bachelors. Je suis un bachelor en physique et un bachelor en sciences de la terre, c'est-à-dire géowissenschaften. Et mon master war en umweltphysique. Das heißt, also, fong, appliqué à la physique, appliqué à la Welt, ob, wie das Dynamik von der Atmosphäre, wie funktioniert das, wie déplacieren sich Polluants in der Atmosphäre, mais auch wie funktioniert der Klimawandel physisch, was sind das für Mechanismen, es war auch ganz viel Chemie dabei. Okay. Und voilà. Das heißt, der Klimawandel ist kein Mythos? Nein, leider nicht. Okay, komm mal, schätze du nur noch über den Klimawandel. Aber dann all die Sachen, die du möchtest, du musst an der Gemeinde schaffen und du musst an der Chambre. Und wie viel Zeit hält das an Ausspruch? Schon ganz viel. Ja? Richtig beschiffern ist wahrscheinlich schwer, weil ich mega viel einfach als Engagement mache und man nicht so auffällt, dass ich für so viele Stunden darüber arbeite. Das ist echt, ich gebe nicht so, also das geht 4 Stunden die Woche arbeite. Also das ist echt ein 20? Nein, also ich arbeite echt ein 6 Stunden die Woche, 4 Stunden die Woche. Puh. Weil es auch eben oft ob es Reunionen oder irgendwelche Events, auch an der Gemeinde, wo ihr geht, oder so, ob in Vernissage, eine Konferenz oder so. Und dann auch Weekends sind oft Sachen, die wir entweder von der Partei oder Events von an der Gemeinde, wo es dann einfach präsent sind. Aber müssen all die Sachen gehen? Du groß, ja. Es ist nicht immer anstrengend, ob all die Events zu gehen und immer dort zu sehen. Und das ist schon anstrengend. Mehr ich meine gerne. Also ich bin ein extrem sozialer Mensch. Ich gehe mega gerne in den Leuten. Ich gehe gerne in den Kontakt mit Leuten. Ich schwätze gerne mit Leuten. Ich bin da nicht mega scheu. Aber dann natürlich in den wo ich lieber Zeit für sich hat, wo man lieber daheim ist. Netflix und chillen möchte, einfach relaxen möchte. Das absolut. Aber ich finde das auch schon. Also ich meine das aber gerne, so, dass ich in den Leuten kommen soll. Ja. Cool. So, das ist für nahbar zu sehen bei den Leuten. Nee, wirklich nicht. Die kennt mich aber besser. Ja.
Ja, also wir haben immer zusammen zu Bärl, denke ich, auf der Spielplatz zusammen gespielt. Genau. Ich kann auch schon mailen. Was hat dir da gespielt? An der Sandkiste. An der Sandkiste. Ah, mehr ist langweilig. Das siehst du. Ja, was ist da mehr cool, an der Gemeinde oder an der Chambre? Das ist schwer zu beantworten. Ich meine, bei tun hier cool Seiten. Also, was ich an der Gemeinde wirklich mega flott fand, aus der Sehen, zu nur im Terra aus. Mhm. Das, und das ist natürlich auch immer flott von am Schaffero, dass er wirklich die Decision, die ihn hält, wenn direkt Konsequenzen davon gesagt. Mhm. Also, ziemlich schnell kann das gehen. Und das ist einfach immer flott, wenn du am Alltag die Leute hier, die Leute hier im Alltag können direkt beeinflussen. Mhm. Und das ist einfach mega, mega flott. Geht alles und dann gehört mega viel. Oder ob dem geht nicht alles mega schnell, aber okay, ja. Verschiedene Sachen können schnell gehen. Ja. Ja. Du hast ja auch den Projekt gemacht mit den Frauen produzieren auf den Toiletten. Genau, mit Periodeboxen. Ja. Genau, das war ein Projekt, das war am Anfang ziemlich am Anfang, wo ich am Schaffenrot war, hat Steinke Mott geholt. Die Idee für Botten auf den Toiletten zu machen mit gratis Hygienesartikel. Und ja, ich war mega positiv überrascht, dass wirklich das mega gut gekommen am Schaffen oder mit der direkten, ziemlich direkten umgesetzt. Wir haben das auf sämtlichen Toiletten auf der Gemeinde installiert, an der Schule, auf den Sportinfrastrukturen, am Centre Cultural, auf all diesen anderen auch öffentlichen Toiletten, die so verspreit sind am Dorf. Und ja, und das ist mega cool, dass du durch so ein Projekt eben auch einer Gemeinde kannst, dazu zu incitieren, auch selbst zu machen, weil du nur das wirklich so. Jetzt sind immer mehr Gemeinden, die nur zu sehen, die auch so Worte gemacht haben. Ich hatte Lützebusch heute noch ein paar Toiletten. Mhm. Aber das ist einfach mega cool, dass sie gesehen haben. Und so ein kleines Projekt kann ganz viel bewirken im ganzen Land. Ja. Am Anfang, das sind so die cool Sachen, die ich fand in der Politik, fand sie wirklich aktiv so ein Ideen-Konzept zu machen. So, weil die so große Projekte, also das ist schwer. Also, das ist ja so ein kleines Projekt, den am Anfang noch groß ging. Ja, genau. Aber ich meine, dass du auch zum Beispiel an der Chambre, da, dass du dann echt mehr Stimme Gesetzestexte, das reglementär, du kannst auch den Leuten hier im Alltag also auch verändern. Mhm. Zum Beispiel im Sinne von, wo der Mariage à tous kommt, da das selbst, das wird Lützebusch revolutionäres, so, so Gesetze wie das. Du warst ja noch nicht, oder? Nee, das ist ja schon ein paar Jahre hier. Ja. Nee, das sind schon Gesetze, die immer ins Tragweite tun und die schon auch direkt einen Impact haben auf das Leben von den Leuten. Aber an der Gemeinde sind sie natürlich nach mir noch und da sind auch am ständigen Echange mit den Leuten und das ist wirklich schon richtig flott. Mhm. Also hat ich auch am Anfang nie gedacht, dass man da so viel Spaß geht machen. Ne? Mhm. Du schaffst ja doch mit coolen Leuten zusammen. Absolut. schon gestern froh von einer Person, kriegt so, ja, wen, ich soll dich froh, ich hatte ja gesagt, dass man heute Podcast mit dir abhört. Und ich habe gefragt, ja, wen war dann die coole Person, die gefilmt hat, wo du den Insta-Post gemacht hast, ob du medisch aus Toilette hast. Und ob ihn dann der, ob die Toilette noch gut. Das Video hat tatsächlich als ein echtes Schaffen, das hat der Wisch gemacht. Könnt ihr sein Showdown, oder? Genau, ihn hat das Video gemacht. Genau. Das ist bestimmt cool, einfach mit ihm zu schaffen, oder? Mega cool, ja. Vor allem, weil ich noch, wo ich Karate gemacht habe, als Trainer so konnte. Ja. Also ja, da sitzt schon immer am Schaffen wird. Wen? Ja. Nee, wusstest du schon immer am Anfang, dass er politisch wenn aktiv ging? Oder wenn ihr seid kommen? Also schon frei mich angefangen mich zu interessieren für Politik. Ich war auch immer mega engagiert am Lycée, ich war am Schülerkomitee, an der Schülerzeitung, am Jugendratkreis und so. Und dann hatte ich auch meinen echten Kontakt mit der Politik am Jugendparlament. Mhm. Das hat mir immer Spaß gemacht. Mit anderen Jungen, die sich politisch interessieren, einfach auf Sujets zu debattieren, meine Meinung zu bilden, zu changieren und weiter mal zu streiten. Und ja, so, du hattest schon eine gewisse Lust, in der Politik zu machen, aber es war nie so mega konkret, so die Idee, ja, ich muss unbedingt in der Politik. Und als du irgendwie gekommen, 2017, wo die Gemeindewahl waren, war ich gefreut gehen, ob ich nicht vielleicht mal auf die Kringlöschke und zur Wahl war. Und weil ich war zu dem Zeitpunkt noch auf der Uni und ich habe am Anfang hesitiert und ich wusste teilweise, ich will die geringe Lust zu Waffen unterstützen, dass auch du eine junge Person auf der Lust hast. Und ja, und dann war ich bei mir gewählt. Ja, dann bin ich ein bisschen assumieren. Und dann habe ich auch am Master und ich Umweltphysik studiert und dann habe ich einfach gesehen, dass ich wirklich stark markiert hat. Wir hatten da ein Prof, den Vizepräsident war vom JAC, also vom IPCC, das sind die, die größten Klimarapporten rausbringen, so wissenschaftliche Gremium.
Und den hat als gezählt, den hat sein Nackt schon angefangen, dass er sich mal für seine ganze Generation entschuldigt hat. Dass er gesagt hat, wir haben so viele Chancen verpasst, dass Wissenschaftler einfach schon seit 40 Jahren glasklar, dass wir einen Klimawandel haben, dass der Mensch gemacht ist, dass er wenigstens CO2 ist und dass wir unbedingt müssen alles draufsetzen, um das zu reduzieren. Und er hat gesagt, dass er immer so viel Hoffnung hat, der COP21, nur der Klimakonferenz zu Paris, wo auch der größte Pariser Klimaakkord entstanden ist, dass er immer so viel Hoffnung hat. Weil du wirklich die Weltgemeinschaft war ein Moment, wo die Weltgemeinschaft gesagt hat, wir müssen die 1,5 Grad am besten voll oder 2 Grad. Schüsse ein kleines Zwischenwort, wann war das? 2015. Okay, okay. Und das ist kurz danach, als Trump gewählt ging. Der Bolsonaro aus Brasilien. Und er hat gesagt, dass wirklich mit den zwei Wahlen, dass er wirklich den, also am Anfang die Hoffnung ein bisschen verloren hat. Und dass einfach auch dem ganzen Prozess von der Klimakonferenz ein bisschen ab's verloren geht. Den Trump hast du rausgegangen, du aus dem Ding, oder? Genau, genau. Ja. Und das ist aber los, ist man eigentlich schon dran, wenn ich mich nicht irren. Okay. Also, ja. Wir haben alle zu wissen, dass am Anfang gesagt hat, Wissenschaft ist klar. Wir werden finalement, an der fin du jour braucht, dass wir weiterkommen, sind politische Entscheidungen. Ja. Und das war für mich ein bisschen ein Deklick, für zu sagen, ich will mich auch an der Nationalpolitik engagieren, für meinen Beitrag zu machen zu dem Ganzen. Und für da wirklich mich dafür anzusetzen, dass wir die Klimakrise da irgendwie in den Griff kriegen und dass wir auch als Lützeburg unseren Beitrag machen. Meinst du dann, dass das irgendwie möglich wäre? Dann in den Griff zu kriegen. Wir kennen den noch. Ja? Ja. Okay. Ich meine nämlich nicht. Doch. Ich meine, just. Der will nicht so negativ sein. Wir gucken, heute zuletzt, wo ich mir hier so einen kleinen Auflös, weißt du, wenn du nach China guckst, denen ist es dir so egal. Mit Lützburg ist Teil von der Europäischen Union. Und ja. Die Europäische Union hat verändert ganz weit. Und hat zum Beispiel, ich kann ein Beispiel nennen, wir haben in Europa immer die europäischen Normen, die wir machen. Mhm. Zum Beispiel im Bereich Frigoren, die sind die A+, A++ und all die Normen. Dadurch, dass wir die in Europa implementiert haben, ist das weltweit Standard gehen. Weil die Frigo produziert haben, haben wir noch nicht mit 2 verschiedenen Arten von Frigo produziert, aber nur die auch heute verkauft können. Also so können wir mit europäischen Normen können wir Weltpolitik machen. Und das dürfen wir dann noch schätzen. Und aber haben wir als Europa und als westliche Welt sind wir ja die am meisten poliert. Und das ist, wir haben die größte Responsabilität. Und wir müssen einerseits Klimapolitik bei uns machen, aber andererseits muss man auch den Ländern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, das ist die südlichen Länder, die wirklich am meisten für den Klimawandel können, wir möchten davon impactiert sind, denen müssen wir auch finanziell helfen und auch sonst helfen, sich zu adaptieren an den Klimawandel und dann aber auch ihren Beitrag, ihnen helfen, ihren Beitrag zu machen. Was verändert sich dann du am meisten an den Ländern? Also war das du mehr schlimm? Du siehst, du hast mehr großen Impact wie bei uns noch. Die Naturkatastrophe, ne? Bei angesetzten Naturkatastrophen, den Temperaturausstieg wird du auch mehr krass wie heute. Okay. Es wird zu extremen Dröschen zu kommen, zu mehr starken Regen, weil am Anfang immer wird er extremer, geht mehr extrem, aber mehr heftig. Das merken wir ja auch heute. Das merken wir auch heute. Mehr auf anderen Plätzen aus dem Impact noch viel, viel mehr groß. Was dazu feiern wird, dass verschiedene Territorien nicht mehr bewohnbar werden sind, dass man so extrem viele Menschen auch hier daheim werden verlieren. Das ist, wir werden Deplacement davon von Menschen kriegen, die wir auch müssen, irgendwie das ganz schräg kriegen und das aber Hungersnöte, die kommen, also das alles nicht zu unterschätzen, die Klimakrise. Und du wirst halt so schockiert, mich wirklich, dass verschiedene Leute meinen, das wäre alles noch so weit weg. Mehr das nach hinzukriegen. Und du wirst so, auch die Klimakonferenzen so wichtig, weil du länger zusammenkommen, für sich Ziele zu gehen. Und alle was gesagt haben, ob die Konferenzen, wenn mal die Bilder gemacht wird, dass wir aus dem Ziel anfangen, Schritt für Schritt mit nur kommen. Aber natürlich sind wir gerade auf einen kritischen Punkt, wo wir wirklich müssen extrem viel Gas geben, für das Ziel noch zu erreichen. Aber wir können noch erreichen, wir müssen es wollen. Was ist das Ziel dann am Anfang? 1,5 Grad Erderwärmung, wir morgen allgemein nicht überschreiten. Bis für nie? 20, 30, also
Am Anfang wir sind wir bei 1,1 Grad Ball. Okay. Das heißt, wir müssen einfach alles daran setzen, dass wir die Carbon Neutrality bei 2050 erreichen. Dass wir wirklich, voilà, als die Konsequenz sind. Und auch, war halt letztes Mal schon mal das Gesetz, dass wir die 1,5 Grad Ziele erreichen, mit diesen Politiken, mit sektorialen Zielen. Was bedeutet das Gesetz? Es steht in unserem Gesetz dran, dass das Ziel ist, für das zu erreichen. Für das nicht zu depassieren. Aber was von nicht depassiert geht? Wir müssen alles drauf setzen, dass es erreicht wird. Gehen nicht durch schon klare Ziele, auch pro Sektor, die sollen erreicht gehen. Sieht zum Beispiel die Agrikultur, wo es einfach so Targets gehen, die sollen erreicht gehen. Okay. Natürlich am Anfang auch Wirtschaft, wie es für TGC, wie es für 3C geht, es gehen nur klare Targets. Also muss man gucken, dass wir da hinkommen. Das heißt, im Großen aus Europa und eben auch Lützeburg muss man ein gutes Beispiel für gehen. Absolut. Das, was du für drin, ich Jesse Kommers, willst du das nicht formulieren mit China? Weißt du, was gemeint ist? Ah ja, ma, zum Beispiel, doch wir machen halt, also zum Beispiel, weißt du, mal gehst du mit den Mühlen das nicht mit dem Auto bis 2035, da da kein Verbrennungsmotor. Ja, ja genau, kein Auto mehr. Verbrennungsmotor, Auto und der für mich vorher. Gebaut gehen. Gebaut gehen. Am Anfang war mir das halt zu Europa, an Europa, man das halt ja gut. Aber dann, als Konsequenz, dass der Preis vom Benzin hochgeht und in anderen Ländern profitiert China oder Amerika davon, dass wir am Anfang etwas machen für Dinge. Und ich habe das Gefühl, dass bei den vielen Sachen, wenn es alles so gering muss, dass einfach die Wirtschaftskraft hochgeht. Vis-à-vis von China zum Beispiel, die gar nicht drauf gucken. Auch China möchte Sachen für Klima, weil man einfach auch schädlich sagt, muss in die Richtung gehen. Wirtschaft gesagt, da schädlich an auch geringe Wirtschaft als profitabel Wirtschaft, weil auch da, wir müssen Wandmühlen herstellen, müssen Photovoltaikzellen herstellen, auch es werden immer Auto gehen, Busse gehen, Flieger gehen, das sind alles Sachen, die in der Werte gehen. Aber wir müssen auch leben. Wir haben auch alle ein Handy, wir haben alle Essen, all das alles gering ist nicht, dass es nicht wirtschaftlich ist, dass es nicht interessant ist. Man muss in die Richtung gehen. Also das ist evident, wir haben keine andere Schuhe. Aber wenn es Globalisierung guckt, oder wirklich so internationale Wirtschaft, was meinst du, was Philipp will sagen, so, dass die anderen Länder davon können profitieren, wenn Europa mal ein gutes Beispiel für geht. Das ist ein bisschen das Risiko. Ohne dass ich will sagen, dass man nicht machen soll. Wir sind dafür, dass man es machen soll. Das Risiko ist ein bisschen, dass das ausgenutzt wird von, also zum Beispiel von China, die da können quasi dieselbe Schienen weiterfahren. Also die sind sowieso im Moment ein wirtschaftliches negatives Rennen. Das kann eben das ja Fakt. Aber wenn sie danach können davon profitieren, dass zum Beispiel Petrolpreise raufgehen, dann... Wie war meinst du, dass Petrolpreise raufgehen? Wenn der Mond raufgeht, auch in Europa. Aber der Petrol geht auch immer Monat. Geht auch immer am Anfang mehr wert, wenn man so einen Monat holt. Wie wenig haben wir da kommen? Das kann ich dann nicht genau beschiffen. Okay. Also, ja. Sicher können wir sehen, von einem können immer irgendwo fahren. Aber das Problem ist, es geht ja darum, dass wir am Boden los sind. Ja, ja, und ich meine, OPEC hat eine andere Meinung dazu. Also, maybe. Also ich kenne dir recht, und ich bin auch so ein guter Mensch, der in so Sachen gelebt. Ich bin aber ein bisschen nee, aber auch Länder wie China merken ja wohl schon, dass der Klimawandel oder die Klimakrise echt, dass das sie betrifft und dass sie auch alle Interesse daran haben, hier Emissionen zu reduzieren. Ich will nicht sagen, dass China ein super Beispiel ist, sicher nicht. Aber auch so Länder wie China werden keine kriegen. Also sie müssen selber auch. Sie, war noch lo, also sie sind auch die Klimaextremer, die so wie mir, also das geht auch keinem Land, kein als immun, kein Land als immun gegen Klimakrise. Ja. Was geschieht am Anfang? Ich meine, das Problem ist am Anfang, dass wir nicht direkt, wenn wir wissen, okay, an 5 Jahren, wenn wir das nicht verbessern, dann geschieht das und das, dann wäre jeder so, aber das ist so die Unsicherheit, so, geht ja alles. Weißt du, mit das ist nicht so unsicher. Es gibt schon ziemlich gute Prävisionen auch vom IPCC, wo weisen, zum Beispiel den Unterschied zwischen einer 2 Grad Erwärmung oder 1,5 Grad Erwärmung, das ist auch schon enorm. Und wenn man zu einer Trajektoire, wo man nicht die 2 Grad an, wo man 2 Grad nicht erreicht. Das Problem ist, also du weißt, dass mit Leuten, du kannst dich damit aus, mit Leuten ist das so.
Ja, so weit war ich also. Guck den Sommer, den wir gerade hatten. Ja. Lasst ja die mega Überspannungen. Hm. Das ist nicht weit was. Wir erleben nicht los, wir spüren Klimakrise. Und ich verstehe, dass verschiedene Leute vielleicht dann echt da Darm zu machen oder so. Und halt nicht meinen, dass das durch die Klimakrise ist. Oder nicht meinen, dass jemand hier am eigenen Konsum verhandelt, ob es für andere können. Aber auch ein Mensch kann seinen Beitrag leisten. Und natürlich, also nicht allein und den Leuten durch ihr Konsumverhalten alles zu verändern. Es müssen politische Decisionen sein, von oben herauf, dass du auch die Wirtschaft an die richtig Weichen drehst. Ich meine auch da, dass ein Hauptding ist, ne? So Wirtschaft effektiv, so ein bisschen. Nicht mit Sanktionen, aber wirklich mit Incentives. Ja, voilà. Aber wenn du auch mit Leuten an der Industrie schwarz siehst, die so ein. Aber geht euch selbst viel. Ja, geht genau, euch ein Ziel. Genau. So, dass es, wo es hingeht, wir gucken, dass wir da hinkommen. Aber wenn Politik zu viel rundherum eher genau. Sieht, oh, Fleisch 2030, 2035. Ja. Gib ein Enddatum, zum Beispiel mit dem Verbrennermotto, mit dem Ende vom Verbrennermotto. Am Anfang geht es, machen wir das überhaupt, machen wir das 2050. Also hast du für 2035 und von diesem Target, die kann die Industrie, und die Industrie sieht, sie können das erreichen. Und du willst. Mir ist das realistisch. Ja. Stell mal das Ding unrealistisch für. So. Wir aber die Industrie sieht, dass es für sie realistisch ist. Ja. Vor wem hat ja schon gesagt, dass sie kein Auto mehr produzieren, die nicht elektrisch sind. Vor wem müsste ich auch neu erfahren? Fair enough. ein kurzes Frau Tesla, gut Arbeit. Ich gehe keine Autos machen. Okay, okay. Weil, das ist der geil. So ist nicht ein Fan, bist du so, okay. Aber ich teile noch ganz viele mal Negativ-Schlagzeilen an. So, das hat mich interessiert, was du dazu gesehen hast. Aber ich verstehe, wann du dich willst coveren. Ich hatte so ein Little Mouse, der heute sein. So, Tom, ich war gestern mit meinem Hund, dem Ballo, beim Dieren-Doktor, weil er war krank. Und ich bin mega froh, dass ich die Assurance bei AXA gemacht habe, für die Hunde, für die Katzen. Weil sonst wird das mega teuer gehen. Ja, gut, das ist interessant, weil ich selber einen Katz Mickey und die muss auch ultra oft bei den Veterinär. Wo kann ich mich informieren für von AXA die Assurance da? Aber du kannst einfach auf den Link in diesem Video klicken, da kannst du direkt auf die Website. Okay, nice. Ich hatte einen Artikel den Morgen aus dem Kotti, die angelegt von dir. Okay. Und du hast den ersten Satz über interessant von. Der war: Je ne peux pas comprendre comment on peut placer son petit luxe personnel au-dessus de l'avenir des futures générations. Mhm. Okay. Merci, ohne Fehler. Top Französisch. Was ich, also kannst du das aber verstehen. Weil du siehst, ich peux pas comprendre, dass Leute ihren Luxus führen. Du kannst aber verstehen, wie weit Leute ihren Luxus führen, dem Dingen. Von je ne peux pas comprendre. Ja, nee. Also, weil für mich ich verstehe auch, nicht, wie es du, wenn du als, als Person, okay, du kannst als Person, wie soll ich sagen? Ich erwarte von keinem den perfekten Zero Waste, kein Fleisch, perfekte Veganer oder so etwas zu sehen. Das ist sicher nicht. Mhm. Aber es sind auch für Leute, die sind nicht bereit, auch nehmen, auf verschiedene Sachen einen Kompromiss zu machen, auf verschiedene Sachen zu verzichten. Und das verstehe ich nicht. Mhm. Ich verstehe, dass du nicht siehst, ich kann nie mehr Fleisch essen, dass du das nicht kannst. Okay. Aber da probiere ich dann Fleisch zu reduzieren. Das müsste jeder kapabel sein zu machen. Mhm. Oder müssen wir alle guten, alle paar Wochen mal einen Weekend-Trip an irgendeinem Start zum Fischen machen? Muss das sein? Können wir nicht auf die eine oder andere Reise verzichten? Guck, du meinst nicht, dass der Mensch einfach egoistisch ist und dass du da siehst, ja, guck, all die anderen mal nicht. Wie war so ich? Oder zum Beispiel siehst du dir nicht halt so, was soll man wollen, den Bier drauf hier so? Wie war von ich, weil man wollen, den Bier drauf an das Auto von der Landstich? Weißt du, Maserati für die Landstich. Weißt du, da musst du da, also ich gebe mir dann halt so denken, so, wie war meine Stadt von all die anderen nicht machen? Weil die Milch meint ja nicht. Also. Machen es immer mehr. Ja, das ist vorbei. Das also ist auch gut. Also die letzte Woche wirklich viel man will auch an Start für ja, also du begehen dir schon viele Leute ja, dabei um will es wäre muss immer ein gutes Beispiel geben. Ja, das ist gut. Ja, aber natürlich du musst ich stehe aber dafür und dafür manchmal auch und ich meine das für mich wenn ich mal will kommen und ich gehe für die Maserati überholen dann ist das für mich ein Statement also und ich meine hi ich will mal will und weil ich also, gesehen doch nicht was ich du hast ganz lernen Express. Aber ich kann das aber verstehen, da den nicht, weil für die Milch, oder hab's auch nicht noch, für, ich fand oft, als das so ein
Luxusproblem, weil wenn die Leute nicht genug suchen, um für Cannabis zu gehen oder so, weißt du, dann können die ja nicht darüber nachdenken, so schmal halt. Nee, das ist absolut so. Und das ist, du willst uns auch klar, es braucht politische Entscheidungen. Es kann nicht sein, dass eine Frau, die drei Kanner hat, die nur ihren 4-Stunden-Job, eine halbe Stunde hat, für schnell abkaufen zu gehen, dass die keine Zeit hat, auf alle Produkte zu gucken, wo könnt ihr hier, ob ihr Palmöl dran oder nicht, ob ihr Bio oder nicht, ob ihr Fairtrade oder nicht. Das fand ich. Ich muss man nicht und Leute, dass Leute das müssen machen. Aber dafür braucht man politisch, die einfach schon mal an einem Supermarkt müssten anders Standard als sie für Sachen, wisst ihr? Ja. Dass da einfach. Dann geht kein Nutella. Dass es mir einfach geht. Und die Palmöl. Ich bin doch besser in Schokasporter und die Palmöl. Ja. Mit die schmecken auch nicht so gut. Ich bringe dein Kämmert, den Wegstor. Ich kurz sage, meine Schwester kann ich davon überzeugen, das wird schön. Top. Gerne, du kannst gerne Schale kommen. Ich bringe dir nichts gelangt. Ich habe schon mal für den Apps Anschluss gedacht, oder seit längerem schon. Wie realistisch ist es für zu Lützeburg, weil wir importieren ja 80% von unserem Gas und 100% von unserem Strom? Petroleum, das ist umgedreht. Umgedreht? Also wir importieren 80% von unserem Strom und 100% vom Gas. Voilà. Und also es realistisch oder ist das mega naiv, wahrscheinlich ist das mega naiv, so dass man halt zu Lützeburg nicht kennt, so mehr Wandmühlen oder so Zähne abrichten. Also doch, du gehst schon nach Plan für das weiter auszubauen und ich meine schon, dass es, also ich fand das schon realistisch zu meinen, dass wir autark gehen um Niveau von den Privathäusern. Das wäre geil. Das kriegen wir hin, aber es ist ein Territorium, par contre, was wir nicht werden hier kriegen, als für die ganze Industrie zu alimentieren. Das heißt, du willst bei der ganzen Energie oder doch keinen Wert auf nationale Autonomien zu setzen. Wir sind ein europäischer Energiemarkt und müssen das europäisch angehen. Also an du, an europäisch kriegen wir es hin. Wo kriegen wir dann unseren Strom hier? Aus der Leitung könnte aus Deutschland. Wir kaufen ihn an, nur hat schon Norwegen. Okay. Geringer Strom. Gut. Okay. An Island hat ja auch so ein Projekt für so die größten Offshore-Wandpark zu errichten. Ja. Das ist das richtige Projekt. Mehr. Ich kann sehen, ich nicht mehr. Mehr Wandmühlen. Ja. Also das ist schon geil, aber fand ich von Europa so mehr... Zusammenprojekt. Ja, sind Zähne möchte. So auch nicht auf Russland oder so angewiesen. Absolut, absolut. Genau, da werden zum Beispiel auch die Energiepreis, weil man so eine mega Aufhängigkeit von fossilen Energien und auch von Russland. Ja. Du hast jahrzehntelang falsche Politik gemacht. Ja, oder naiv. Also, in dem Moment war es ja nicht falsch, weil sie einfach in dem Moment durch, so, wir sind nur Firma pazifistisch und das mit Bullen und das ist so Globalisierung aus der besten Welt. Wir hatten aber schon wirklich schon einen Zeitschluck hinter mehr an Erneuerbaren sitzen. Also, du hast schon klar, ob es eine Chance verpasst ging. Ja, das war eben so ein wirtschaftlicher Gedanke wahrscheinlich, gell? So, kennt mich Bullen doch. Fleisch doch. Die Entscheidung von die mir einfache Entscheidung. Ja, voilà. Das ist nicht immer die einfache Entscheidung, die richtig ist. Good quote. Nee, das ist wirklich ein good quote, kennt dann Tinto. Aber was sind die Ziele bei COP27? Weißt du das? Mal das Anfang, dass wir weiter noch zusammen schaffen, für den verschiedenen Punkten mehr konkret zu gehen, dass Länder mehr auch ihre Ambitionen nach oben schrauben am Klimaschutz. Okay. Dann aber auch. Was zum Beispiel, pardon, mehr was so konkret sehen? Du so spontan, direkt von mir. Nein, mir war auch mega wichtig, dass an dem ganzen COP-Bereich aus den Nord-Süd-Fonds, das wirklich, dass eben die nördlichen Länder, also die westlichen Länder, denen besser geht, die auch mehr responsabel sind für den Klimawandel, dass die eine große Stippe abzuwählen, für eben den Länder im globalen Süden zu unterstützen, mit Klimaschutzmaßnahmen auf ihrem Territorium, und aber auch Adaptationsmaßnahmen, weil Klimawandel passiert schon, wird weiter passieren. Und dafür muss man auch dafür sorgen, dass Leute, die zum Beispiel die Inselstaaten, wo da verschiedene davon bedroht sind, dass die Insel ganz überschwemmt gehen, dass die sich adaptieren können und die neu muss. Also, dass die Leute, die einfach ihren Wohnraum verlieren und wo es einfach muss Adaptationsmaßnahmen machen, dass die Leute vielleicht irgendwie aber noch können wohnen. Da. Schön, ich war ja zu Dubai auf der Waldexpo und schon mit einmal aus Indonesien geschaut. Ja, mit dem Velo. Nein, das tut nicht. Elektrischer. Und dann hat man aus Indonesien geschaut, als sie andere Lo hier Hauptstadt, wenn man Jakarta, weil Jakarta irgendwann Lo wird
an der Wasser ja. sind. Puh. Das ist krass geil. Ja. Mehr. Schuss als Side Note. Side Fact. Okay, krass. Mehr, wir sind halt safe, oder? Also, wir gehen nicht überschwemmt. Ja, von überschwemmt. Wir werden aber klar, mehr hohe Temperaturen haben, mehr extreme Wetterphänomene, mehr. Ja, mit Dröschenden, mit Starkregen. Da bauen sie Schmelze. Da sind wir nicht davon verschwunden. Ja, mit, das ist aber auch um Niveau von unserer Sicherheit, Papa, zu, als Food Security, was mit Lebensmitteln, auch mit der Dröschen, die wir das schon hatten, mhm. man hat Trash und das ist aber schon nicht zu negligieren. Mhm. Klar. Das was kann all Einzelnen so machen, außer nicht mit dem Auto fahren? Ich meine, auch für grundsätzlich ein bisschen. Vielleicht sind privat kleine Luxus, dann kannst du auch vorstellen. Gucken, ja, Männer oft beim Auto zu fahren, Männer mit Flieger zu fliegen. Also der persönliche Klimabilanz aus dem, was den größten Impact hat, sind kein Flieger, nicht mit Flieger fliegen oder viele Männer mit Flieger fliegen, Männer Fleisch essen, mehr lokal, nicht weit vor dem Portier. Bisschen sich darüber informieren, die verschiedenen, zum Beispiel, wie viel Ressourcen hat verschiedene Nahrungsmittelstärke, wie zum Beispiel Fleisch, wie viele Ressourcen du am Anfang draufstärkst, das ist wirklich der Wahnsinn. Und voilà, einfach ein bisschen so den generellen Konsumverhalten auf Fliegerin und Fleisch. Sind also die Hauptpeitsch Crosser. Crosser ist auch nicht so geil, nee, wirklich nicht. Also Kreuzfahrtschiffe ist auch wirklich ganz schlimm an der Pollution. Ja. Okay. Also es ist mehr im öffentlichen Transport. Also Transport ist ein riesen Teil von dem, was du kannst, CO2 ersparen. Sieht das Flieger, sieht das mit dem Auto, sieht das mit all den Fortbewegungsmitteln und Transport, das wirklich, kannst du ganz kurz einen Impact tun. Dann wie ernährst du dich, wo könnte deine Ernährung hier, was ist der, man hat wirklich Mann auf Fleisch, hat einen enormen Impact. Ich meine, ich habe eine Statistik gesehen, waren alle Menschen, zweimal die Woche Männer gehen Fleisch essen, wie wir heute machen, geht den Rebisch aus Südamerika am Tauschen Männer aufgerollt gehen. Das ist das schon enorm, weil auch wenn wir heute ein Stück Steak essen, auch von dort nach aus Lützeburg oder aus Europa können. Egal, wenn das Stück Fleisch, was Fleisch aus der Region kommt, kann auch sein, dass das Beige gefüttert wird von Soja, den importiert aus Südamerika. In Südamerika geht der Urwald aufgerodet für Sojaplantagen, für eben Heu als Agrikultur voilà, zu verfüttern. Und das schon alles hängt so zusammen, gell? Also das nicht, weil du made in kaufst, dass du das alles. Mein Dort so also ein gute Parenthese für zu erklären, dass Soja, den konsumiert wird für Vegetarier, das fällt nicht so viel an Gewicht, wie Soja, der konsumiert wird für Beiste, für Fleisch zu essen. Genau. Weil viele Leute meinen, ja, dann wird mehr Soja gegessen. Was du sagst, die Soja, die in Österreich zum Beispiel Tofu ist, kann auch gucken, die meiste wird sogar in Europa produziert. Mhm. Voilà. Das ist das wirklich für allem für Beiste zu füttern, für Fleisch herzustellen. Mhm. Voilà. Aber du kannst ein Avocado schlecht. Ja. Avocado ist auch schlecht, ja. Das ist wirklich viel Wasser, sie kommen von weit und das ist wirklich nicht top. Das war eine Zeit so ein Trend. So ich meine, das ist nicht mal ein Trend. Ja? Sie sind noch überlecker. Also ich weiß nicht, also kein ich noch Avocado gerne, aber ich schränke mich wirklich an. Ich esse nicht wirklich ganz, ganz selten, aber wenn da wirklich so, wenn so mexikanisch ist, die Tex-Mex so, ja, Fajitas machen oder so, du isst schon ein bisschen Avocado an der Guacamole, mehr, aber sonst. Muss ich auch ein Schlaps gönnen, hä? Ja, aber ich muss auch keine verzichten. Ja. Was tun wir nachher? Drei Sachen, die es dir gibt, auf der Welt ändern. Auf der Welt? Ja. So du ein? Das Schuss fand ich, dass die Leute hängen und kann auch hängen. Ja. Ja. Gut. Das ist eine ganz gute Antwort. Ja. Ja. Du? Was ist du dran? Du darfst selbst sagen. Ich muss selbst sagen. Du hast noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Etwas auf der Welt, du kannst ändern. Ja, ich habe keinen Krieg mehr. Das ist auch gut. Ja, oder schon zwei gute Sachen. Du musst noch das lassen. Sonst nicht Klima retten. Voilà, gut. Ja. Respektive nicht Klima retten, als Lebensgrundlage retten, weil dem Planet ist also ziemlich egal, wie das Klima
Evaluiert, das für neu, also alles, was Klimaschutz ist, das machen wir für uns, geil, aus München. Das machen wir nicht für irgendeinen anderen. Die haben die Ehren. Absolut, für die Biodiversität, ganz sicher. Ja. Für allem für uns eigene Lebensgrundlage zu garantieren. An unseren eigenen Luxus zu garantieren. Ja. Ich habe noch so eine Konzentration. Ich weiß nicht, ob ihr könnt sagen, ob das stimmt oder nicht. Ich habe schon gefehlt, wie Greta, da so vor Corona, war das Klima so dick wie ich. Und war immer so den Hype und so jedrein so Fridays oder wie der geht, Fridays for Future. Dick viele Leute da. Hallo, nur Corona, habe ich gefehlt, das ist besser so. Das ist nämlich so wie ich. Oder nicht doch das Gefühl. Das war schon mal so präsent, aber es sind auch immer Klimastreiks. War auch nur Freude, war auch in Lützburg. Das hat du geschwatzt sogar, ne? Nein. Nee. Ich war da. Ich war da, ich bin mitgegangen. Mehr effektiv, es war meiner Junker da wie die Lastkehren. Aber ich meine nicht, dass es meiner wichtig ist. Nein, das ist nicht meiner wichtig. Ja, meiner so. Meiner gehypt vielleicht, ja. Aber dafür braucht man eben weiter die Manifestationen von den Jungen. Für das auch die Politik, das nicht lassen abverlehrt, dann das Politik, das Kinder lernen können, auch nächstes Jahr im Wahlkampf über das Thema Klima zu schwatzen. Mhm. Ja. Sind die Weichen da nicht schon all gestellt? Also, das ist ja schon so lang so ein prominentes Problem. So, entretemps. Müsste so alle Partei oder alle Regierungen so zu sehen sind, okay, wir müssen XYZ machen, so kommen wir einfach. Also ich meine, dass wir schon im Bereich Umwelt, Klima, Energie schon viele Weiche gestalten. Mit Klimaschutz müsste nicht nur an der Umwelt, an Klima- und Energiepolitik. Du musst halt an der Agrikulturpolitik, mehr Bio, mehr Pestizide, mehr meiner Flaschenverbrauch, meiner Beisten, mehr Gemäß. Du musst das aber auch an den Finanzen, den ganzen Finanzstrom, mehr nachhaltig gestalten. Zum Beispiel als Pensionsfonds, den investieren immer Fossile an den Atom. Komplett unverständlich. Da sind am Fonds sind ganz viele Domänen, wo noch viel zu machen ist. Mhm. Und das ist einfach da, wo noch Spielraum ist, wo wirklich noch selbst geschehen muss. Weißt du am Fonds, wie viel Prozent vom Strom auf der Welt von Atom Energie können. Das, Strom ist nicht gerade. Das ist nicht so viel, ich meine, 4% oder 5%. Ja. Aber was ist das meist? Fossil. Okay. Ja, Gas. Krass. Petrol. So. Aber wie viel Prozent möchtest du nachhaltig? Geringer Strom heißt? Circa? Ich meine 12 bis 14 oder 15. Okay. Und die, ich kann mir gerade nicht direkt auswählen, mit den 12 wird ja in den letzten Jahren extrem geklommen sind. Die ist schon geklommen, ja. Okay, gut. Aber die muss weiter klommen. Ja, klar. Das ist obvious, ja. Klar. Kann man noch ein bisschen drüber schwatzen, dass du jüngst Momba aus der Schomba warst? Momberin. Ja, Momberin. Mombisch. Mombisch heißt Schombisch. Wie ist das für dich, so an Oplus passiert? Nach einem Mädchen? Wie hast du dich gestern geholt? Wie hast du dich gefühlt? Also ich fand es immer ein bisschen surreal. Okay. Ich fand es ein Orkest neu geflasht, wenn ich da zurückgekommen bin. Ich fand es einfach, am Anfang da ranzukommen, wo extrem, also die Großen der Leute, die da sitzen, sind am Alter von meinen Eltern oder sogar mehr. Natürlich, das ist schon eine gewisse Generation, das ist eine andere Generation, die mich da sitzen. Boah, das ist schon mega Chance und eine geringe Fraktion sind auch ganz viele Junker. Und das ist mega flott und das steigt mir auch direkt. Und das, voilà, du willst viel, ich bin auch nicht so viel fehl am Platz. Aber ja, voilà, ich hatte meinen Untrittsrat, hatte ich gesagt, ich wäre jetzt Feministin. Und ich habe auch von meinem Projekt erzählt zu Wolfen mit der Periode in Artikel. Und ich konnte schon den Namen von einer Reihe Herren, einer Reihe machen. Ja, Tiger Wem Genre. Ja, den ich nicht gemeint, der Feminismus, das kriegen wir dann auch ausgedrückt. Oh, so. Andere haben gemeint, Feminismus. Wie reagierst du darauf? Mit A-Rollen und. Haben sie schon probiert, trotz Antwort, mir schon gemerkt, dass es nicht so gewertet hat. So gelacht, so. Ja. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagiere, an dem Platz. Ja, das ist auch schwer. Das ist auch schwer, vor allem, weil die Leute sind, die es nicht kennen, so unbedingt. Krass, die drei sind am Funk. Ja. Oder Feminismus braucht man nicht, weil wir sind gleichgestellt. Frauen und Männer, das ist ja alles. Wir sind ja schon gleich, dass wir erreicht. Wie findest du das denn heute zu Lützburg?
Ich meine schon, dass man gut geschafft hat, aber dass man immer nicht egal sind. Vielleicht sind wir für Gesetz sind wir gleichgestellt, aber an der Realität alltag erfahren aber ganz viele Frauen auch medische Diskriminationen. Wir haben immens hohe Zahlen von jungen Frauen, die sagen, dass sie sexuell belastet gehen, Frauen, die Angst haben. Wenn ihr guckt, wie viele Frauen sind in der Chambre, wie viele Frauen sind bei der Mächtig, also du, wie viele Frauen sind an hohen Positionen. Weil auch wenn ich Statistiken gucke vom Staat, beim Staat schaffen zwar prozentual mehr Frauen wie Männer. Wenn aber zu guckt, wie viele Frauen Teilzeit schaffen, sind schon mehr Frauen, die Teilzeit schaffen wie Männer. Und wenn du die hohen Posten guckst, auch beim Staat, sind majoritär Männer. Aber es ist nicht nur, wenn es der aller Generation, wenn die alles wegfällt und mir nur kommen. Ich hoffe. Das ist statt mehr Ausgleich. Ich meine schon, dass du noch hast du ein bisschen Push brauchst für das so Sachen. Du hast ja immer das Thema, dass so, Männer andere Interessen wie die Frauen. Was ist das so? Ich fand es. Schon tolle Misch. Ich fand aber. Sind aber, wenn du die Moyen von den Mädchen guckst, sind aber andere Interessen wie Männer, ne? Auf jeden Fall ist das so. Ja, du. Also, keine Ahnung, wie weit. Weil wir so zugehen. Ja. Weil wir das von kleinem Ohren so eine Geschlechterrolle gedreht gehen. Mhm. Aber das ist aber nicht, dass eine Frau sich automatisch für verschiedene Sachen mehr interessiert. Mit Jungen spielen jemand ein Auto, weil sie den Kauf kriegen. Und ja, aber das ist einfach das Problem. Das ist das Problem. Wie viel war es das Problem? Weil du so weiter auf die Stereotypen abbaust und so Geschlechterrolle kreierst, die einfach okay, keine gesunde Gesellschaft auf ihr bringen. Wir haben nur starke Männer, die sich nicht trauen, über ihre Gefühle zu schwatzen, die nicht trauen, schwach zu sein. Aber nee, das ist aber ganz seriös, ja. Weil bei Männern sind Suizid zu einem mehr hoch wie bei Frauen. Mhm. Weil Männer nicht können schwach sein, weil Männer nicht können kreischen. Und so Stereotypen, das fordert Leben. Und das ist einfach nicht gut. Das bringt das Gesellschaft doch nicht weiter. Aber wir brauchen auch an den Männern, die echte Männer dominiert, sie brauchen wir Frauen. Weil eben das als Gesellschaft einfach viel mehr weit bringt. Und das ist einfach auch nicht fair, als Frauen an eine gewisse Rolle zu drücken. Mhm. Ich habe schon gerne mit meinem Auto gespielt. Ich habe schon gerne Fußball gespielt. Ich bin doch immer zu Fußball gespielt. Also, wisst ihr. Ja. Ich meine, Philipps These, verbessert wird mich, wenn ich falsch bin, als dass sogar wenn nicht komplett Chancengleichheit gibt, gehen, dann meint Philipp, dass tendenziell mehr junge Welt mit Auto spielen und mehr Mädchen Welt mit Barbie spielen. Das will ich nicht. Ich meine, das war gut nicht. Das freut mich nicht. Wenn es kommt, gibt es die Stellen, an denen du Schuhe gibst, gehen wir gut nicht. Ich freue mich. Ich weiß es nicht. Ich meine nicht. Nee? Ich meine, eher das ist wirklich nicht. Es gibt ja keinen rationalen Grund, für was ein Junge oder echter will mit einem Auto spielen wie ein Mädchen. Nee. Was für ein rationaler Grund? Ich habe das immer eklig gefunden. Das war hoher. Ich habe das eklig gefunden. Okay. Du hast mich mit dem Auto spielen. Einfach. Ich habe lieber Lego gespielt, weißt du? Ja. Also. Mit Geo-Leuten, die kann man non-binary erzählen. Von Schmidt. Da können wir guck, was aber low haut, ist das an eine Kledergeschäft gehst für Connor. Mhm. Wenn du an Spielsachengeschäft gehst wie Connor. Ich fand immens krass, wie viel du, der den das rosa, der dann das blau, der den das mal Prinzessin, der dann das mal dritter. Und das ist einfach, das fördert die Stereotypen, dass die schwache Frau, der starke Mann, den sie muss retten. Das ist aber, das ist nicht förderlich für eine gesunde Gesellschaft. Das ist interessant. Ja. Aha. Aber das kriegt ihr ja nicht geändert. Doch. Lego mal so viel zu mit den Sachen an Playmobil. Die wollen das ja weiter so aufrechterhalten. Aber du kannst das ja auch weiter verkaufen, indem du einfach neutral musst. Nee, oder musst. Und einfach auch du nicht so die Stereotype kreierst. Weißt du kannst ja auch eine Frau sehen, die Pompier ist. Mhm. Eine Frau, die. Aber das geht jetzt ja auch sowieso. Es geht, aber nicht so viel. Für was muss ein Mädchen die rosa Tüte tun? Also müssen sie das als... Müssen sie? Nee, mir zum Beispiel, ich weiß, dass du das kannst, ich habe eine Zeit, du erinnerst dich wahrscheinlich, ich bin ein bisschen rebelliert, ich bin mega schön fand, als wenn du an den Mädchen reingegangen bist, ich war Jüppen und alles rosa, ich habe rosa gehasst, ich habe Jüppe gehasst. Ich habe dann die alten Kleider von meinen Cousin noch getan. Ich habe mit jungen Kleidern drin gelaufen. Wie real warst du denn? Das war am 3. Schuljahr. Hey, du bist halt schon so frei. Ja, das hat mich mega gesagt, dass ich dumm bist,
rosa Titel. Also Juppen und rosa und du Barbie. Ich habe mega schön fand. Ja, ich habe mit jungen Fußball gespielt. Ich bin, mhm. Voilà. Interessant. Ich freue mich, ob du aber nicht ein bisschen mehr eine Exception du bist. Wie? Für was soll ich eine Exception sein? Also. Na, ich weiß nicht. Ja, das wäre interessant. Weißt du, es sind, also ein Frage kann... Ich viel bereden auf dein Thema. Nein, das ist so nicht, dass ein Mädchen nicht so darf, wenn wir Barbie spielen. Nicht der rosa Titel und den. Absolut nicht. Aber dass du daran gedreckt ist, dass du am Funk nicht ganz viel schwer bist als Frau, als junges Mädchen, das ist einfach nicht normal. Du sollst auch können... Für was sollst du als Junge nicht können rosa ein T-Shirt und du mal 12 Jahre? Für wahr musst du ein blaues T-Shirt tun. Ja, okay. Weißt du, wenn du Lust hast, ein blaues T-Shirt tun, du einen Fußball zu spielen als Jung, super, tipptopp. Ja. Mit der Lache die anderen, kann natürlich aus. Voilà, ich meine das echt so, als weil, also an einer idealen... Ich meine nicht, ich meine das, weil man es kann so erzählen. Weil für wahr soll irgendein Kant dich auslachen, wenn du mit einem Jungen ein rosa T-Shirt kannst. Ja. Wenn das nie geleert wird, dass das nicht normal ist. Dass das in einem Klischee entspricht. Mhm. Ja. Also, ja, ich gebe gerne wissen, so wie das ist, wenn du kann neutral erzieht, wie es dann geht. Aber das geht ja noch nicht so wirklich, das fängt ja nur richtig an. Ich meine, das ist schon immer ein bisschen gehen, mit hängt einfach mega davon auf, von der Erzählung von den Älteren und von den Aufschlüssen, die du hast. Auch, ich meine, weil das auch eine große Rolle spielt, als wie du heim, die Älteren sich Taschen am Haushalt teilen. Ja, safe. Mhm. Ob Mom, die aus die du heimläuft, die waschen möchte, die spülen möchte, die. Die sich um all die Care-Arbeit kümmert und dem man nie an der Rolle zu sehen ist, dass das, voilà, wenn keiner von kleinem und da doch so geleiert gehen, fragst du die Karte, der Papa kann nicht fragen. Vielleicht auch nicht muss schlecht sein, aber also, wenn eine Frau das gerne möchte, dann, oder? Das Problem ist, dass viel von der Care-Arbeit auch unfreiwillig einfach von den Frauen hängen bleibt. Mhm. Weil Frauen das einfach auch mehr, ich weiß nicht. Besser mal. Wie kann das sein? Es gibt keinen rationalen Grund, wie man Frauen soll klären, aber Spaß mal wie Männer. Ich war wirklich also. Ciao, ciao. Ciao, bon sorry. Nein, ich war nur wirklich schlecht. Ja, ich hoffe. Also, Guy, also meinst du, dass du nicht schlecht von einer Frau das möchtest, oder? Nee, es wäre auf mich fair, wenn sich Sachen abgedeckt gehen. Ja, du kannst ja aber auch, mal, zum Beispiel, wenn es dann ein Mann und Frau ist, sie können ja auch, du bist in die Schaffung gehen, dass sie den kann, du hier mal zeigen, ich meine, die Sachen, das ist ja aber da fair, oder? Fair enough, aber das ist aber ein Problem, dass es bei Frauen, die gut in die Schaffung gehen, wenn ihr Mann nicht für sie kotisiert oder sie nicht selber kotisiert, dann ein Pensionskäse, als Herr No, wenn sich aber Herr No Solo, mit 45 Jahren Schäden, das steht Frau ganz dumm. Da. Ja. Und, das, und außerdem sind die meisten Leute, die sich daran leisten können, dass er hier bleibt. Ja. Mhm. Ich meine, für das ganze Problem hier zu reduzieren, als ob es was, Mensch, immens förderlich wäre für die ganze Gender Equality, mehr aber auch die ganze Care-Arbeit für die besser abzudehnen, mehr Zeit für Kinder zu nehmen, etc., als dass man allgemein Arbeitszeitreduzierung hat. Dass man nicht mehr 4 Stunden pro Woche schaffen gehen, mehr 35 Stunden pro Woche schaffen gehen. Also, das Patron passt, was ist das? Was ich. Aber ganz ehrlich, wenn du als Patron Leute hast, die 30 Stunden kommen und mega motiviert sind und glücklich sind in ihrem Leben, man springt dir das mehr. Viele Leute suchen, die 4 Stunden pro Woche kommen, die mit sind, die keine Zeit mehr für sich, die, voilà, das, da gibt es genug Studien, die weisen, dass auch bei einer Arbeitszeitreduzierung hier nicht das Männer geschafft wird. Mhm. Also ich persönlich kann sagen, dass ich schon, wo ich angefangen habe zu arbeiten, war ich auch schaffen und ich meine Wolf, der war der erste Deputat gesehen. Du hatte ich 14 Stunden pro Woche Congé Politik. Das heißt, du bist freigestellt von meiner Arbeit, für eben auf die Gemeinde zu gehen und du meine Arbeit zu machen. Und so dass ich am Anfang 26 Stunden pro Woche am Morgen auf der Arbeit war. Aber ich wusste aber, ich war in der Zeit, wo ich auf der Arbeit war, war ich mega zielorientiert und schon wirklich fleißig geschafft, weil ich wusste, ich werde auf meine Arbeit gemacht kriegen. Und ich hatte das Gefühl, dass du durch das auch hast du nicht 5 bis 6 Stunden danach geschaut, sonst sind du noch gemeingegangen. Ich war für mich konzentriert,
Wie, weißt du, ein Mensch kann sich nicht 8 Stunden lang konzentrieren an einem Tag. Du bist doch dafür 6 Stunden pro Schaft. Ja, wir sind nicht 6 Stunden im Büro und ich meine ja, selbst Arbeit. Ja, ich verstehe. Schon einen ganz aufwissungsreichen Alltag. Ich sitze nicht 6 Stunden für den Laptop und schaffen. Das ist mhm. Das ist einfach der größte Unterschied. Mit dir auch Berufe, zum Beispiel, wusste ich weiß nicht, Chef, du musst den ganzen Tag Stücke irgendwie zusammenbauen. Mhm. Du hast es ja aber so, dass er 4 Stunden mehr gemacht ist für einen anderen Stück. Der Beruf auf alle Säule löst alles fort. Ja. Das ist eine andere Diskussion. Ja. Das ist natürlich richtig. Wir müssen einfach gucken, wen das fair verdient kriegt, auch auf so Berufe. Weil ich meine auch, dass wir als Gesellschaft mehr davon profitieren, wenn die Leute mehr Zeit tun, einerseits für die Care-Arbeit zu teilen, mehr aber auch für sich überhaupt zu engagieren. Weil, wenn ihr guckt, auch an den Clip, durch an den Sportclip, Jerry will Sport machen, aber Kevin will sich mit Benevol engagieren, für einem Kontor zu helfen. Mhm. Und das ist einfach eine Feststellung, die da ist. Es sind überall Benevol und die fehlen an den Clip, die aussterben, weil kein Kimi Benevol ist. Weil die Leute einfach zu viel schaffen, weil die Leute sich einfach Druck machen und keine Zeit mehr haben, sich zu engagieren, keine Zeit mehr haben, sich anscheinend mehr Körner zu kümmern, keine Zeit mehr haben, sich ein Privatleben zu pflegen, Kollegen oft zu sehen, dem noch weh, wenn sie auch noch ein Familienmember haben, auf den sie muss pflegen oder so. Das ist schon extrem belastend. Und das sind oft Sachen, die dann... Das Problem ist, weil alles zu teuer ist. Ja. Mal, wenn es 3 Stunden geht, bei selbstem Gelohn erst gleich schaffen. Ich fährt fähr schon, mit dem ich heute gegangen schaffen. Mal. Nein, ist das einfach so. Also, ich gebe da komplett recht, das ist besser, wenn man 35 oder 3 Stunden pro am Platz fährt, könnte schaffen oder soll schaffen. Aber die Realität ist ja im Moment, dass Immobilienpreise und alles so teuer ist, dass man zu 2 Partnern Vollzeit 8 Stunden eben insgesamt schaffen, für so viel wie möglich zu verdienen. Also wenn ich so eine Arbeitszeitreduzierung wäre, das beim selben Lohnausgleich. Also das ist nicht, dass da so viel mehr verdienen. Aber dann will ich mir eine Firma abmachen. Also da will ich mir Patron sein, weil dir dann noch mit teuer geht. Weißt du, was ich meine? Nee, mit... Mir erzählt ja, dass du am Anfang das Namen schon derzeit geschafft kriegst. Okay, ich verstehe. In Theorie. Den Mann habe ich da mehr motiviert sind, mehr, wisst ihr... Also dann nicht nur ein Jahr, also das wäre mal normal, sodass du 35 Stunden schaffst und dann aus dem Namen... Mehr an andere Länder... Also es gibt echt wenig Länder, wo es 4 Stunden Woche gibt. Wirklich? Ja, also, Frankreich ist 35 Stunden Woche. Das ist normal. Und sind die so viel Männer produktiv wie mir. Nein, ja. Aus du und Wirtschaft zusammengebracht, weil sie es 35 Stunden schaffen. Nein, also das ist nicht... Nein, ich sehe noch dafür. Also ich sehe ganz auf der Seite. Ich probiere es so ein bisschen kritisch zu beugen, einfach von der anderen Seite. Aber ich sehe schon beide. Bei uns hat dann etwas diskutiert, geht's heute. Weil schon noch nie etwas davon her und das soll. Also doch, also das sind auch schon immer ein paar Parteien, die da doch ein Gespräch bringen. Weil haben auch die Gering auch, die Jungkring auch noch mehr konkret. Das sind schon Themen, die immer abkommen. Und ich meine schon, dass dadurch Werte ein Teil sind von der politischen Diskussion in der Wahlkampf. Ich weiß auch, dass es Firmen gibt, die das schon mal sieht, zum Beispiel durch Satispay, die machen das. Es sind ein paar Firmen, die das machen, ja. Zum Beispiel die geringe Fraktion, die den du schaffst, hat einen 35-Stunden-Kontrakt. Ja. Mega voll bezahlt. Ja. Mhm. Ja. Ach, ist gut. Ja, das... Es gibt viel zu machen. Absolut. Gibt ganz viel zu machen. Ich denke, habe 2 Themen sind am Anfang Klima und Chancengleichheit, man fragt so. Das sind so die Sachen, die mich wirklich brennend interessieren, wo ich wirklich so, das sind so mein Core-Sujet. Mit sind natürlich auch andere Sachen, die ich mega interessant finde. Also, wenn als junge Person hat es mich natürlich der Logement, den mich interessiert, aber ich auch mich dummer als nie setze, noch du ganz stark Meinungen haben. Voilà. Es sind noch andere Sachen, die mich interessieren, natürlich. Aber natürlich steht auch ein Schwerpunkt. Wann müsstest du da, wenn du nicht Politik musst? Ich verbringe Zeit mit Kollegen. Ich bin im Sommer, weil ich am Garten geschafft habe, ein bisschen, ich habe einen kleinen Garten, ein bisschen gemäß, genau. voilà, und einfach ein bisschen chillen, ja. Gut. Kannst du noch 3 Fragen stellen? Damit du weißt, Jonathan, das ist ein Thema, du schreibst. Soll ich, ja? Ja, okay. Also, schon interessant. Okay. Schön, Philipp, viele gefragt, dann stellt gerne auch deine Meinung. Also, am Anfang, als ich will Philipp seine Meinung hören, und dann denken, weil ich mein Ding, wird mein Kamei Dave und Matthias. Okay.
Philipp Sänger Frau Solarifari. Ich war gespannt. Ich war immer der Meinung, ich lese einfach hier, ich finde immer ein bisschen notiert. Ich war immer der Meinung, dass wenn ich so ein Ziel oder eine Passion hat, so bei mir ist zum Beispiel so Startups, weißt du, so, ich fand so Entrepreneurship, Startups wirklich mega interessant. Mhm. Dann ist es so an unserem Alter so hauptsächlich wichtig, einfach mal so viel wie möglich zu machen, an dem Umfeld Erfahrung zu sammeln, Connections zu machen, pipapo. Und ich probiere eben auch, weißt du, so mein Podcast, so die nächste Projektbusse so zu lancieren, nebenbei manchmal Master, nebenbei schaffen ich an einer Startup eben für wirklich so viel wie möglich Erfahrung zu sammeln an dem Ökosystem. Und voilà, mittlerweile freue ich mich schon, ob das durchgeht oder ob es so eigentlich schlau gelöst wird, für sein Ziel mir sehr in Not zu kommen, weißt du? Weil ich finde viel, Heinz, oder ich finde Angst, dass ich Zeit verschwenden, an dem sich so viel wie möglich Erfahrung will sammeln, am Platz, dass ich kennt direkt meine Passion johen, wisst ihr, was ich meine? Okay. Oder vielleicht überdenke ich doch einfach an das Gutwicht machen. Also ich würde mal den Meinung vor, dass du mich mehr Optimist bist. Mal guck, weil ich meine, muss ich unterscheiden, ob es das Hölz Erfahrung sammeln als Excuse für nicht etwas wirklich zu machen, also wirklich zu etwas zu gründen oder so. Und ich meine, weil wir zwei, also ich weiß ja von euch, dass wir nicht wirklich so eine Idee haben, was man könnte machen, aus Erfahrung sammeln, die ähnlich möglich geht, weil wir nicht wissen, was man könnte gründen. Und du weißt nicht, was pull the trigger wäre. Und dafür meine ich, dass das der richtige Weg ist, weil also viele Leute so, wenn sie nicht wissen, was sie machen, dann sammeln, dann probieren so viel möglich verschiedene Sachen. Dafür meine ich aber, dass das gut ist. Okay. Solange sie nicht Bemo so als Excuse eben hält, für nicht wirklich Stein zu machen. Ja. Okay. Und das will ich froh, weil du hast ja am Anfang den Passion eben so, den zwei Hauptthemen, wo es gerade so ist, politisch aktiv sind. So, und du hast ja am Anfang, du bist noch mega jung, du hast mega sehr eine riesige Karriere schon aufgebaut. Mhm. Und du willst dich auch froh, weil das Ding zu dem ganzen Thema. Ich meine, natürlich auch so viel, du mal zu sehen, zur richtigen Zeit, um den richtigen Platz zu sehen und ein bisschen Chance zu haben. Die ich so ein natürlich ist Erfahrung sammeln mega wichtig. Wir müssen auch einfach Courage und einfach probieren, sprangen. Weil ich hatte auch keinen, für den ich noch mega Erfahrung sammeln, erst muss ich überhaupt getrauen, auf Englisch zu gehen, auf Modern Fahrern zu gehen. Ich habe das direkt gemacht. Ich habe so, voilà, gefreut, ich bin mitgeholt, ob die löscht und ich hatte Chance. Und so gehe ich natürlich all meine Energie für die Chance, so viel zu nutzen, wie ich kann. Klar. Ja, ich meine, das ist gut, von Risiko zu holen, meinst du? Weil das war ja Risiko auch bei dir. Ja, hat absolut. Auch weil ich natürlich nie, am Anfang nicht zum Studium gemacht habe. Also schon, wo ich an der Gemeinde rot gewählt gesehen 2017, war ich schon im dritten Jahr Bachelor zu Straßburg. Und ich bin dann nach dem Master in Paris machen gegangen. Erstes Jahr Master, das war das Jahr 2018, wo Nationalwahlen waren. Dann waren 2019 sind schon nach der Europawahl mitgegangen. Das war schon verbunden. Studium die ganze Zeit dann auch aber alle Retouren machen, für Plötzburg zu kommen, für Wahlkampf zu machen, für aber auch auf Gemeinde zu kommen, für du mein Mandat auch als, du warst just Member vom Gemeinderat. Du warst ja mal geflunden, gell? Genau, natürlich. Nee, ist mir zurückgefallen, natürlich. Ich wollte das schon klarifizieren, nicht das sehen haben. Die Ironie nicht der Ironie. Ich fühle über eine Ironie. Okay, nein, merci für Ihre Feedback. Ich war tschüssig gelehrt. Also, denke Meinung aus, bisschen die dir auch, wenn du noch nicht genau weißt, was du willst machen oder was du willst gründen, dann ist so viel Erfahrung wie möglich an dem Bereich sammeln gut. Du, ich weiß, aus einer Position, wo du am Anfang weißt, was du willst machen, und dann hörst du auch recht zu so einem Sprung, so trau dich, mach es, das nächste Mal. Ja, also auch ich habe vielleicht gesagt, wir dann hier gehen wir arbeiten, machen wir die Erfahrungen und dann guckst du, dass es der Richtung an Politik ist. Aber ich fand, dass aber auch zum Beispiel an der Politik eben eine Mischung von Leuten brauchst. Du brauchst junge Leute, die vielleicht noch nicht so die 20 Jahre lang Berufserfahrung haben, du brauchst auch junge, die die Erfahrung haben vom Studium, die Erfahrung haben von der Generation, in der sie geboren sind. Und ich fand das aber immens, immens wichtig, dass wir Junge in der Politik holen, die dann nicht schon so angerascht sind wie andere vielleicht. Aber das ist einfach, das ist eine Mischung. Nee, ich meine, was wirklich in der Politik,
was du brauchst, ist eine Mischung von Leuten. Du brauchst eine Mischung von Geschlechtern, du brauchst eine Mischung von Hintergründen, du brauchst eine Mischung von Alteren. Also das ist wirklich das, was die Politik auch stark macht. Ja. Wenn sie von vielen Blickwinkeln geguckt wird und dass dann die beste Möglichkeit. Die Bevölkerung widerspiegelt am Fond. Genau, ja. Absolut. Merci. Okay, der ist nur meine drei Fragen stellen. Ja. Also schön, denn ich weiß nicht, Jana war ja schon im Podcast und den Amir war schon im Podcast und für sie die drei Fragen auch gestellt und du kannst einfach kurz antworten. War das für dich Lützeburg? Lützeburg ist für mich Multikulturalität, Openheit, Weltopenheit, Europa, Openheit. Ja. Okay. Was willst du konkret anderen, wenn du es kennst anderen? So viel. Heimland. Appisch ist geil. Ja. Weil auch so viel. Oder? Hab's konkret zuletzt. Ich meine, da, wo wir wirklich viel Arbeit für uns tun, als an der Landwirtschaft, wirklich da viel mehr auf Biolandwirtschaft zu setzen. Ja. Okay, fu. Ist gut. Da sind wir nicht dran an der Thematik. Interessant. Für was hast du den Partei gewählt? Ziemlich einfach, weil die gering die erste Partei ist, wo den die Klima und ökologischen Gedanken sich wirklich durch Samtsprache zieht. Dass man nicht nehmen schön Wetterpolitik machen und dass wir wirklich statt die Klimagedanken sich rumfinden an unseren Positionen an der Finanzen, an der Landwirtschaft, an der Ökonomie, an der Industriepolitik, an der Education, dass das wirklich immer rum könnte. Dass das wirklich eine geringe Freude ist und nicht just an einem Bereich. Wie? Geringe Fürden. Geringe Fürden. Gut. Was sind da Sachen, die man nicht angeschaut hat, die sind noch weil es angeschaut sind? Ich weiß gerade nicht. Was ist denn hier denn? Was steht dann noch dort? So Themen, wo es noch weil es losgehen. Das präpariert der Gast. Du hast aber nie drauf geguckt. Schau, das geht so dauernd. Nein. Ich merke, der Gast, den hat auch einen Zettel. Der Alexandra. Ah ja, stimmt. Du hast dann auf einen Themen Noten geholt. So. Aber ich probiere mich immer gut, mich, wenn ich dann am Interview sind, also gucke ich quasi nicht mehr auf meine Bilder. Was ist am Anfang abgeregt für all die Sachen, so RTL und Spoilerisch? Ja, und ja, das schon mal zu schwätzen zum Beispiel. Ja, also besonders am Anfang war es wirklich ganz abgeregt, ja. Und immer der Zeit geht besser. Ja. Vor allem, wenn so mehr so, wenn ich zum Beispiel Reporterin von einem Gesetz sind, das sind echt dann Reden, wo es ja, der Rapport vom Gesetz muss ein bisschen ein Resümee machen, ein bisschen sehen, was sind da wie in die Rückkommen sind von der Chambre Professionellen, was waren Diskussionen in der Kommission, was dann echt ab mehr neutral redet und so, was ich auch schon gut präpariert und so. Da sind ich mittlerweile Männer abgeregt, aber natürlich ist dann die mehr politisch reden, die mehr, voilà, da sind schon mehr. Wie präpariert ihr schon darauf? Wie übst am Spiegel oder? Du siehst da Pummel ab. Am besten Fall so ein Schmottpummel auch. Ja. Ja. Wir nicht immer mega Zeit, sich mega viel zu bereden. Ja. Und bewahrst du immer der cool? Also gibt es so Situationen, wo du so Feedback kriegst, wo du so gesagt bist oder weißt du, was ich meine? So. Karat, der raus kann. Oder bleibst du immer gelassen? Ich bleibe meistens gelassen, okay. Ja. Also es braucht viel für mich, als mein cool rauszukriegen. Das waren sie schon mal 10 gesagt, dann ist das jetzt so witzig. Witz? Ja. Ja, witzig. Zum Beispiel. Ja, keine Ahnung, ich kann die Leute immer nicht lehren. Ja, mir wächst, dann hast du Theater. Ja, das gehört ein bisschen dazu, ja. Okay, also ich fand witzig. Hast du noch, ich will zum Schluss noch Tipps für Junker, die sich irgendwie engagieren wollen oder in der Smart wollen? Ich gebe so ein Trau dich, lass dich nicht immer kriegen, auch von Leuten, die ich so, die kriegt das nicht hin, die packt das nicht, oder erst mal kleine Rede los, einfach so auf Zeit setzen, also einfach machen. Mhm. Und sich trauen. Und ja, schon noch ein Pro, aber. Ja. War da so etwas oder pur Sachen, die du gelehrt hast, bis du so auf deinem Weg, die du einmal als Tipp kennst, gehen, nicht so, nur so einfach, ja, mach einfach mehr so, wie konkret Sachen. Muss ich schon ein gewisses Geduld mitbringen. Und muss aber auch, weil ich verschiedene Prozesse nicht so schnell gewinnen, das man so gern hat. Mhm. Also, und dann, was du schon muss lernen, ist Prioritäten setzen, den Zeit gut managen, als selbst etwas,
zu lernen. Es ist auch noch ein Learning Process für du wirklich. Aber auch noch Zeit für sich zu finden. Ja, auch also zu Sachen. Nee, ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist absolut nicht immer so einfach falsch. Ja, aber voilà, du musst du können in von den Prioritäten setzen. Einfach so, hey, nicht nur, wenn man schneidet, nur wenn es wünscht mal für mich. Und ich schalte ein bisschen auf. Cool. So, gut. Hast du ein gelbe Froh ausgelöscht? Ja. Wo ist die Ende aufs Mordbrot jetzt? Ich will nicht kein physisches Objekt im Abbrett, aber es gibt ein physisches Objekt. Das ist? Das ist ein schön. Verstopft. Nein, also der Trick ist, ich bin froh aus, wie viele Frauen Deputäten haben die Grünen an der Chambre. Okay. Und was ich verspiele, ist eine kleine Period-Box. Die ist noch nicht hergestellt, aber die geht dann hergestellt gehen. Cool. Ich kann schon ein Foto, wie es soll ausgesehen. Sind das die holzen Dinger, die bei euch gehangen können? Ja, aber just mit einem Tierrang dann, für das sie kommen. Du hier mal der Bootzimmer kannst stellen. Okay. Ich nehme auch so ein, bei mir am Bootzimmer stehen. Und Tom will auch so ein. Ja, nice. Das cool. Sind die cool. Ja. Okay. Cool. Und die geht dann, wenn ihr die Frau mal richtig spannend wird. Cool. Posten die Foto. Ja. Das geht. Okay. Check this thing. Yes. Cool. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man... Die du im Herzen sollen. Umschwätzen, ja, die du im Herzen leihen. Was ist zufrieden mit dem Gespräch? Ich bin im Herzen, ich bin ganz zufrieden, ja. Okay, also auch. War ganz fett. Du auch? Ja. Okay. Na ja, dann ist gut. Merci für den Nullleister, merci Jesse für die Zeit. Ja, geschieht. Für euch immer gerne. Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao.